Die Losung für den heutigen Montag, 8. Februar 2021, der mit einigen Lockerungen daherkommt. Und wir werden dann in 2, 3 Wochen schlauer sein, ob das wirklich schon so gut gewesen ist mit den Lockerungen. Gottes Wort für den heutigen Tag. Die den Herrn lieb haben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Steht als Lobpreis im Buch der Richter im Kapitel 5, Vers 21. Und im Buch der Richter sieht man immer, wie es schwankt im Volk. Also es gibt eine Zeit, wo sie sich an das Wort Gottes halten und wo alles gut läuft und wo Friedenszeiten sind. Und dann geht es eben wieder, dass sie abfallen von dem Wort und dann heißt es, und Gott gab sie in die Hand der Midianiter oder der Philister oder sonst irgendwelche anderen Völker durch Kriegshandlungen. Und dann kommt wieder eine Friedenszeit. Also es schwankt eigentlich immer hin und her. Und hier sind wir gerade in der guten Zeit, wo es dann eben heißt, und Gott gab ihnen 40 Jahre lang Frieden. Und dann kommt dieses Lob, eben die den Herrn lieb haben, die werden so strahlend sein wie die Sonne. Und um Herrlichkeit geht es auch im zweiten Wort, wo Jesus in diesem sogenannten hohenpriesterlichen Gebet für sich und für die Seinen zu Gott bittet. Im Johannes, im 17. Kapitel finden wir dieses Gebet. Und im Vers 22 sagt Jesus, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Und was fangen wir damit an, ihr Lieben? Mit der Herrlichkeit, mit der wir umkleidet sind oder innerlich erfüllt sind. Ich denke, wir können ihr heute mal nachspüren. Und sie wird uns vielleicht einen Wink geben, was wir damit machen. Die Herrlichkeit, die Jesus von Gott bekommen hat, hat er uns weitergegeben. Alles Gute für diese Woche. Und bleibt vorsichtig.